Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werden die Menschen feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Der Klimawandel ist für viele noch eine unüberschaubare Gefahr, weshalb der Mut zum Handeln fehlt. Ein schwerwiegender Fehler, wenn man die voranschreitende Zeit betrachtet. Dass die Zeit knapp wird, kann man unter anderem auch an verschiedenen Kipppunkten sehen, denn wenn diese erreicht sind, wird der Klimawandel quasi unumkehrbar. Prozent der Klimawissenschaftler sind sich einig, der Klimawandel ist vom Mensch gemacht. Doch was ist, wenn das Klima selbst einen nicht unerheblichen Einfluss auf den Klimawandel hat? Das ist nicht unwahrscheinlich, eher im Gegenteil. Führende Klimawissenschaftler warnen vor sogenannten Kipppunkten, also Zeitpunkte, an denen starke und abrupte Klimaveränderungen eintreten, die wir nicht mehr aufhalten können. Als bedrohliche Kipppunkte oder Tipping Points, wie es auch Englisch heißt, werden das Abschmelzen des Eises in der Antarktis, der Arktis und auf Grönland gesehen. Außerdem die Störung natürlicher Phänomene im Meer, der Kollaps des Amazonas-Regenwaldes sowie der borealen Wälder und die Instabilität in Afrika. So viele! Und das war nur zusammengefasst. In den letzten 100 Jahren stieg die durchschnittliche Temperatur in der Arktis fast doppelt so schnell wie im globalen Mittel. Außerdem sank die Ausdehnung des arktischen Meereises pro Jahrzehnt etwa um 2%. Im Sommer sogar um 7%. Klimawissenschaftler befürchten, dass die Sommer spätestens nach 2050 eisfrei sein könnten. Dadurch wäre der hohe Albedo nicht mehr gegeben, also die Reflexion von Sonnenstrahlung. Das wiederum würde einen weiteren Anstieg der Temperaturen bedeuten und weitere Eismassen abschmelzen lassen. Der Klimawandel hätte sich damit quasi verselbstständigt. Rund 80% von Grönland sind mit einer 2000 bis 3000 Meter dicken Eisschicht bedeckt. Die Ausdehnung dieses Eispanzers beträgt 2,85 Millionen Kubikmeter und damit ist dieser Eispanzer der zweitgrößte der Welt. Noch. Denn mit jedem Tropfen Schmelzwasser, das unter dem Eis dahinschießt, rutschen die Eismassen immer näher an den Ozean heran. Beobachtungen zufolge hat die Fließgeschwindigkeit der Gletscher auf der größten Insel der Welt in den letzten Jahren drastisch zugenommen. Das vollständige Abschmelzen des Grönlandeises könnte laut Berechnung für den Meeresspiegel einen Anstieg von 7 Metern bedeuten. Welche Auswirkungen das für küstennahe Regionen hat, wollen wir uns gar nicht vorstellen. Im Gegensatz zu Grönland oder der Arktis ist das Inlandeis der Antarktis aufgrund des hohen Albedos, der die Lufttemperatur sehr kühl hält, noch recht stabil. Dennoch verursacht die Erwärmung der Ozeane an den Randzonen des antarktischen Eises ein erhöhtes Abschmelzen. Dadurch könnten große Teile des westantarktischen Eises abbrechen. Dadurch könnte eine Instabilität des westantarktischen Eises entstehen, das das Abschmelzen weiter vorantreibt. Außerdem könnte der Meeresspiegel um einen weiteren Meter ansteigen. Klimaforscher gehen davon aus, dass dieser Kipppunkt bereits in diesem Jahrhundert erreicht werden könnte. Der Film The Day After Tomorrow führt uns ganz deutlich vor Augen, was passiert, wenn der Golfstrom versiegt. Der Faktencheck allerdings beweist, dass das nicht möglich ist. Lediglich ein kleiner Teil, der Nordatlantikstrom, könnte versiegen. Der Golfstrom selbst wird von Winden angetrieben und droht nicht zu versiegen. Dennoch spielen die Strömungen im Ozean eine entscheidende Rolle. Der Nordatlantikstrom zum Beispiel ist verantwortlich für das milde Klima in West- und Nordeuropa. Sollte dieser versiegen, könnte es zu einer deutlichen Abkühlung in diesen Gebieten kommen. Eine neue Eiszeit halten die Forscher allerdings für unwahrscheinlich, da die Erderwärmung bis zu dem Erreichen dieses Kipppunktes so weit vorangeschritten ist, dass maximal eine Abkühlung auf vorindustrielle Werte möglich ist. Und obwohl eine Abkühlung angesichts hoher Temperaturen ja doch sehr verlockend klingt, bringt das Versiegen des Nordatlantikstroms noch einige Nachteile mit sich. So könnte der Meeresspiegel zum Beispiel noch um einen weiteren Meter ansteigen. Außerdem hätte das Versiegen negative Auswirkungen auf die Fischereiindustrie und die Ökosysteme im Meer. Auch die Zunahme bzw. Standhaftigkeit eines bestimmten Wetterphänomens wird als Kipppunkt betrachtet. Der alle 4 Jahre im tropischen Pazifik auftretende El Nino sorgt in Südostasien durch Trockenheit für Missernten.
In Kolumbien ist er verantwortlich für eine Zunahme der Mückenpopulationen durch warme Witterung und daraus resultierende Malaria-Zunahmen. Vor der Küste Perus ist er verantwortlich für Einbußen in der Fischereiindustrie. Eine Erhöhung dieser El Nino-Ereignisse durch den Klimawandel könnten in Südostasien zu extremen Wetterereignissen führen. So könnten Dürren und Überschwemmungen in bestimmten Gebieten zu einem dauernden Zustand werden. Auch der Amazonas-Regenwald steht auf der Liste der Kipppunkte. Unsere grüne Lunge beinhaltet etwa 10% unserer biologischen Vielfalt weltweit. Auch produziert er etwa 40% des Sauerstoffs in der Atmosphäre. Dennoch stieg die Zerstörung seit Amtsantritt des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro drastisch an. Durch diese Zerstörung droht der Amazonas-Regenwald auszutrocknen. Bereits im Winter 2005 sorgte eine Trockenheit in diesem Gebiet für historische Tiefstände im größten Strom der Welt. Forscher rechnen damit, dass wenn die Temperaturen in den nächsten Jahren auf 2 bis 3 Grad ansteigen, dass bereits 2050 40% des Regenwaldes ausgetrocknet sein könnten. Ein vollständiger Kollaps dieses Ökosystems wird womöglich schon in diesem Jahrhundert erwartet. Dadurch würde die Kohlendioxidkonzentration in unserer Atmosphäre stark ansteigen und der Klimawandel würde sich dadurch quasi verselbstständigen. Von dem Verlust tausender Tierarten und den Problemen für die Weltbevölkerung mal ganz zu schweigen. Ähnliche Auswirkungen sind für die borealen Wälder zu erwarten. Diese machen etwa mehr als ein Drittel der weltweiten Waldfläche aus. Und sie erstrecken sich zwischen dem 50. und 70. Breitengrad über Nordamerika, Europa und Asien aus. Die Erwärmung des Klimas führt auch hier zu zunehmender Trockenheit und zunehmend heißeren Sommern. Dadurch werden die Bäume anfälliger für Parasiten und Krankheiten. Das wiederum führt zu einem Waldsterben. Auch die zu großem Teil nicht nachhaltige Forstwirtschaft fördert das Waldsterben. Doch auch der Verlust der borealen Wälder führt zu einem Anstieg der Kohlendioxidkonzentration in unserer Atmosphäre. Dieser Kipppunkt wird etwa bei einem Anstieg von 3 Grad zu vorindustriellen Werten angesetzt. Also gar nicht mehr so weit weg von unserem 2-Grad-Ziel. Wenn man bedenkt, dass sich Forscher bei solchen Angaben schon öfters geirrt haben, dann wird einem die Dringlichkeit der Klimakrise schon wirklich bewusst. Wie der Name Permafrostboden schon sagt, ist der Boden quasi permanent gefroren. Im Normalfall. Lediglich im Frühjahr taut die oberste Schicht auf, um im Winter wieder zu gefrieren. Durch diesen Prozess wurde über tausende von Jahren Kohlendioxid im arktischen Boden eingefroren. Jetzt beginnt der Permafrostboden in immer größeren Mengen zu tauen und im Winter nicht mehr vollständig zu gefrieren. Im Permafrostboden, der sich von Russland über Kanada, Alaska und den westlichen Teilen Chinas erstreckt, sind etwa 25% des weltweiten Bodenkohlenstoffs gespeichert. Das ist eine gigantische Menge, die durch das Auftauen in Form von Methan frei wird. Der Klimawandel würde sich dadurch quasi verselbstständigen. Außerdem würden Probleme mit der Infrastruktur nebenher gehen. Auch würden Krankheiten, die über Jahre hinweg in Eis eingeschlossen waren, wieder frei werden. Und das könnte uns vor neue Herausforderungen stellen. Aber hey, damit haben wir doch jetzt Erfahrung. Aber das ist auch ein Thema für ein anderes Video. Das Eis auf unserer Erde bietet wahrscheinlich das meiste Potenzial für Klimapunkte. So auch die Gletscher im Himalaya-Gebirge. Diese bilden den zweitgrößten Eiskörper der Welt und sind für die Wasserversorgung für Millionen Menschen in Asien verantwortlich. Durch das Abschmelzen dieser Gletscher droht eben diesen Millionen von Menschen ein Wassermangel. Außerdem würde sich der Albedo deutlich verringern und die Lufttemperaturen erhöhen. Dadurch würde sich der Klimawandel quasi verselbstständigen. Weitere große Kohlenstoffspeicher und Nahrungslieferanten stehen auf dem Spiel. Unsere Ozeane. Sie speichern etwa 50 mal mehr Kohlendioxid als die Atmosphäre und sind damit eine wichtige Kohlendioxidsenke. Doch durch den schnellen Anstieg des Kohlendioxids wird die Aufnahmefähigkeit des Meeres beeinträchtigt. Dadurch kommt es zur Versauerung der Meere. Und das wiederum ist für viele im Meer lebende Organismen tödlich. So führt es zum Beispiel zur Korallenbleiche. Welches Ausmaß diese Störung der Nahrungskette im Meer haben kann, ist noch nicht bekannt. Jedoch darf ich darauf hinweisen, dass das Meer eine der Haupteiweißquellen für uns Menschen bietet. Und wir stehen quasi am Ende der Nahrungskette, die wir zerstören. Auch die Erwärmung der Meere wird als Kipppunkt angesehen, denn im Meeresboden sind ungeahnte Mengen an Methanhydraten, eine chemische Verbindung,
gespeichert. Durch die Erwärmung der Meere bis runter zum Meeresboden könnte diese Bindung aufbrechen und das extrem schädliche Treibhausgas Methan entweichen. Der Klimawandel würde sich dadurch quasi verselbstständigen. Bedenken wir auch, dass viele Kipppunkte noch gar nicht ausreichend erforscht sind. So bedenken wir auch, dass das Auftauen des Permafrostbodens erst für viel später vorausgesagt wurde. Außerdem ziemlich erschreckend ist, dass viele Kipppunkte unmittelbar aneinander hängen. Wir würden also mit einem Auslösen eines Kipppunktes eine Kettenreaktion auslösen. Eine unaufhaltsame Kettenreaktion, die den Klimawandel quasi verselbstständigen würde. Wirksamer Klimaschutz wird mit jedem Tag, der vergeht, umso wichtiger. Da die Politik nicht handelt, ist es unsere Aufgabe, sie darauf aufmerksam zu machen. Wir stehen am Abgrund einer weltweiten Krise. Und mit jedem Tag, der vergeht, schiebt uns die Politik wieder ein Stückchen näher an den Abgrund. Viele sind bereits gefallen. Doch wann wir alle fallen, ist ungewiss. Keep green, euer Greenwald Facts TV.